endlich Schluss mit dem Diätenwahn. Pünktlich zum Jahresanfang möchte ich euch ein neues Buch von Elisabeth Mecklenburg vorstellen. Um was es genau dabei geht, das erfahrt ihr jetzt. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video und quasi zum ersten Video, zum ersten regulären, offiziellen Video 2019. Ja, der Jahreswechsel ist vorbei, das Jahr 2019 geht langsam los und wie jedes Jahr hat jeder von uns eine ganze Menge guter Vorsätze. Bei den meisten gehört auch, ich ernähre mich gesünder und ich nehme ab dazu. Passend dazu durfte ich das Buch der lieben Elisabeth endlich Schluss mit dem Diätenwahn lesen. Und es geht genau darum, was der Titel sagt. Es ist ein Buch darüber, wie man einfach davon wegkommt, dass man sich runterhungert und wie man davon wegkommt, wirklich zwanghaft Kalorien zu zählen. Das Buch passt wunderbar zu meinem intuitiven Leben, deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass ich es lesen durfte. Um was geht es im Endeffekt? Die liebe Elisabeth hat selber aus ihrer eigenen Erfahrung heraus geschrieben, denn sie hat einiges an Kilos abgenommen und das aber weder mit Pillen noch mit Shakes noch mit irgendwelchen Zwangsdiäten. Sie beschreibt eine Methode, die sie selber gewählt hat, zwingt die aber keinem Leser auf. Das heißt, es gibt einfach Tipps, was man im Alltag machen kann, um sich selber zu motivieren, was man kochen kann, worauf man achten sollte, dass man einfach ein gesünderes Leben hat und trotzdem wirklich in vollem Umfang alles genießen kann. Ja, das Ganze klingt sehr nach intuitivem Essen, aber die liebe Elisabeth, wie gesagt, legt sich auf nichts wirklich fest, sondern bietet einfach in ihrem Buch ein paar Tipps an, bietet ein paar Ideen an, was man machen kann. Darunter zählt zum Beispiel, was man einkaufen soll, wie man am besten einen Essensplan gestaltet, wie man sich am besten selber motiviert, am Ball zu bleiben. Passend zu dem Buch, zu dem Ratgeber, gibt es auch ein kleines Arbeitsheft. Das kann ich euch voll und ganz ans Herz legen, wenn ihr wirklich sagt, ihr braucht das, dass ihr ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen Struktur, ein bisschen Ordnung braucht, um am Ball zu bleiben. In diesem Arbeitsheft könnt ihr zum Beispiel einfügen, was euch in der letzten Woche gut gefallen hat, was euch noch nicht so gefallen hat bei dem ganzen Abnehmen, was ihr ändern müsst, was ihr ändern wollt oder auch Einkaufslisten, Abnehmerfolge etc. 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 Solche Sachen könnt ihr da einfügen. Für mich persönlich wäre das Arbeitsheft nichts, einfach weil ich viel zu faul bin, jeden Tag da was reinzuschreiben, weil ich da viel zu chaotisch dafür bin. Ich muss das wirklich einfach für mich machen. Wenn ich auf etwas Lust habe, dann reiße ich das runter, Punkt aus Ende. Aber für Leute, die ein bisschen mehr gesittet sind als ich, ist das auf jeden Fall eine tolle Sache. Ansonsten, was ich euch in dem Buch zeigen wollte, das muss ich jetzt nur wieder finden. Was ich ganz wichtig finde, ist die letzten Seiten, und zwar belohnen sie sich für ihren Erfolg. Das ist aber etwas, da hat die liebe Elisabeth sich wirklich komplett ein Kapitel für rausgenommen, weil es wirklich unheimlich wichtig ist, auch die kleinen Erfolge zu sehen und sich auch für diese zu motivieren. Und wie gesagt, die liebe Elisabeth hat dieselbe Meinung wie ich. Es bringt nichts, irgendwelche teuren Diätprodukte zu sich zu nehmen. Es bringt nichts, sich runterzuhungern oder wirklich nur Shakes zu sich zu nehmen. Das macht keinen auf Dauer glücklich und vor allem, es gibt einen unheimlich großen Jojo-Effekt. Am Ende muss jeder selber wissen, wie er abnehmen kann oder wie er abnehmen möchte. Das muss jeder mit seinem Körper selber für sich vereinbaren. Manche schaffen es mit Low Carb, andere mit intuitivem Essen etc. pp. Andere schauen auf die Fettwerte. Und ja, wie gesagt, das ist ein unheimlich tolles Buch, das ich euch, wie gesagt, nur ans Herz legen kann. Wo es wirklich darum geht, dass diese Crash-Diäten einfach nichts bringen und dass man damit auch die Lebensqualität ein Stück weit verliert. Weil man kann nicht gescheit abends essen gehen. Stellt euch vor, ihr macht irgendeine Diät und die Leute sagen, ja, wir gehen abends essen, mit, sei es mit den Arbeitskollegen oder mit der besseren Hälfte oder was auch immer. Und ihr sitzt dann da und könnt nur einen Shake zu euch nehmen. Das ist irgendwie doof. Ich denke, ihr versteht, worauf ich hinaus möchte. Also für jeden, der sagt, er braucht mal so eine kleine Motivationsspritze, er braucht mal fürs neue Jahr so einen kleinen Motivationsschub, kann ich euch das Buch, wie gesagt, voll und ganz ans Herz legen. Wie immer verlinke ich euch sämtliche Seiten von der lieben Elisabeth unten in der Infobox. Ihr kennt das Spiel ja schon. Und ja, ich bedanke mich wie immer für die Zusammenarbeit bei der lieben Elisabeth. Es hat wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Auch den Link zum Begleitheft, zum Arbeitsheft, sage ich jetzt mal, werde ich euch auch unter die Infobox packen. Ansonsten, kurz knapp heute mal, wie gesagt, ein kleiner Ratgeber, der sehr schön, wie ich finde, zum Jahreswechsel und zu diesem neuen Jahr und zu dem ganzen neue Vorsätze, Gedönse passt.
Ja, tut mir leid, ich bin im Moment ein bisschen verstopft, deswegen bin ich im Moment ein bisschen. Ich glaube mir, es geht so langsam alles zu. Kopf zu, Nase zu, alles zu. Ich wünsche euch trotzdem, trotz allem, einen genussvollen Tag. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr schon mal mit Diätrat bzw. mit Essensratgeber gearbeitet habt. Oder, um mal auf die andere Schiene zu gehen, was denn eure Vorsätze für das Jahr 2019 so sind. Das würde mich doch definitiv sehr interessieren. Damit wünsche ich euch, wie gesagt, einen genussvollen Tag. Ich mache mir jetzt einen Tee, weil Nase zu. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.